Hallo und herzlich willkommen an diesem wundervollen Samstag. Mir scheint die Sonne hier entgegen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins Wochenende, einen schönen Samstag. Moin, moin, Ingo. Grüße auch an die YouTube-Audience, die wahrscheinlich hauptsächlich hier ist, weil ich dieses Video extra nochmal ein bisschen schneiden werde und dann auch nochmal einzeln hochlade, weil es quasi als allererstes um die heiß diskutierten Änderungen, um den Hotfix bzw. den Elefanten im Raum geht. Schattenpriester-Nerf. Finally F-Tier, nicht mehr unspielbar. Schauen wir uns mal an, was da gekommen ist. Und zwar, lasst mich sehen, da ist es. Die wundervolle Nachricht von Blizzard hat uns gestern Abend erheilt. Ich lag quasi im Bett und wollte eigentlich schlafen gehen. Um 2.56 Uhr war eigentlich ja heute Morgen. Und dann habe ich auf einmal ein Dratnos-Video gesehen, wo er darüber spricht. Und ich sehe nur einen Schattenpriester auf dem Thumbnail und dachte so, oh mein Gott, was geht ab? Und da konnte ich natürlich nicht schlafen. Da musste ich mich informieren, damit ich euch heute vernünftige Infos geben kann. Es sind diverse Klassenänderungen da drin. Einige Buffs, viele Nerfs. Krasse Nerfs sogar. Ich würde sagen, Augmentation Evoker und Heal Paladin haben die Keule heftig gespürt, auf jeden Fall. Bär gefühlt fast gar nicht, auch wenn ein bisschen. Mage auch ziemlich krass. Ist halt schwierig, was man da sagen kann mit 10% Nerf. Der Shadow wurde ja jetzt gefühlt dreimal genervt, um immer so 5 bis 10% rum. Und das war jetzt fein so. Keine Ahnung, ob das dann wirklich so viel ausmacht. Ich persönlich hätte eher die Interaktion unter diesen Specs verändert oder eventuell ein bisschen bei der Utility geschaut, weil solange diese Specs gut sind, werden sie auch in M+ gut sein. Weil ich kann mir nicht eine Dungeon-Situation vorstellen, wo sie nicht gebraucht werden. Weil wenn du Exodia, wie es ja so schön genannt wirst, Bärendruide, Holy Paladin, Fire Mage, Shadow Priest und den Augmentation Evoker zusammenspielst, dann hast du halt einfach, du hast Blutungs-Dispel, du hast Wut-Dispel, du hast den Versatility-Buff vom Druiden, du hast den Priester-Ausdauer-Buff, du hast den Mage-Int-Buff, du hast vom Holy Paladin die ganze Utility, du hast Blessing of Freedom, Blessing of Protection, Bob, beziehungsweise eben Segen der Freiheit und so weiter und so fort. Du hast so viele Sachen, die einen Vorteil bringen in sämtlichen Hinsichten. Du kannst Flüche dispellen, du kannst Magie dispellen, du kannst Flüche sogar zweimal dispellen, Mage und Druide. Du kannst Krankheiten dispellen, Paladin und Priester. Du hast Massenbannung. Einfach alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Dungeon designt wird, der nicht, wo dieses Comp nicht gut ist. Und das Hauptproblem, weshalb dieses Comp überhaupt entstanden ist, ist meiner Meinung nach eine einzige Sache, und zwar das Augmentation Evoke am Spiel existiert. Ich persönlich denke, man kann einfach den Tank austauschen durch jeden x-beliebigen Tank, der gerade gut ist, auch wenn der Versatility-Buff natürlich ziemlich geil ist. Aber das Off-Healing von dem Druiden ist aktuell auch sehr stark und man braucht es. Und den Paladin kannst du auch durch jeden austauschen. Aber die Interaktion, die du hast, der Augmentation bufft zwei DPS-Specs und PI macht es einfach möglich, dass du einem anderen DPS-Specs heißt einfach mega krank viel Damage gibst und aktuell ist es der Feuermage, aber kann auch ein edischer Mane sein oder irgendwas anderes, was davon profitiert, Unholy DK, was auch immer. Und dann hast du genau die gleiche Situation wieder. Also die Interaktion von PI und dem Buff von Augmentation Evoker hätte ich persönlich getargetet, dass man sagt, okay, es kann immer nur eins gleichzeitig auf dem Ziel drauf sein oder meinetwegen ist verringerte Wirkung, wenn beides gleichzeitig auf einem Ziel aktiv ist. Dadurch hättest du halt dann nicht, dass das hart gelockt ist, weil aktuell meiner Meinung nach, solange PI auf ein anderes Ziel geht und der Shadow einigermaßen brauchbaren Schaden macht, die Utility ist da, nach dem neuen Talentbaum, wird die Kombination Augmentation und Shadow immer in irgendeiner Art und Weise richtig, richtig, richtig stark sein, mit einem dritten Spec, der halt Meta ist gerade, der sehr stark ist, oder tauscht durch einen Warlock aus oder sowas, ne? Also, keine Ahnung, wie sie dieses Problem beheben wollen, wenn sie jetzt einfach nur Schaden reduzieren. Ich meine, am Ende des Tages ist Schaden natürlich ein entscheidender Faktor. Wenn andere Specs gut sind, dann kann man da natürlich auch gewisse Kombinationen spielen, die eventuell gut sind. Aber meiner Meinung nach, die PI-Augmentation-Kombi ist, es gibt nichts Besseres im Spiel aktuell. Mal sehen, wie das wird. Na gut, genug gestalled. Kommen wir zu den Änderungen. Ich fasse euch das hier kurz zusammen. Beziehungsweise ich zeige euch das. Einmal Vampiric Embrace
nur noch 40% des Schadens heilt, anstatt 50%. Also 20% weniger Heilung quasi. Ja. Es ist, wie es ist. Es heilt immer noch ziemlich gut, dadurch, dass die Single-Target-Buffs eben gekommen sind letzte Woche, vorletzte Woche, die Hotfixes. Ne, Moment, 26. Ah, letzte Woche war das. Nur eine Woche her. Anderthalb. Es sind die Zahlen natürlich ein bisschen höher gegangen. Die hatten ja schon Vampir-Marmung davor ein bisschen angepasst, aber das ist jetzt einfach nur, um das noch ein bisschen zu senken. Nichts Dramatisches, heilt trotzdem noch gut. Zusätzlich ist der Cooldown ein bisschen verlängert. Finde ich jetzt nicht so wild, weil am Ende des Tages habe ich es jetzt persönlich eh immer mit meinen 2-Minuten-CDs benutzt. Ich brauche eigentlich Sunlight auch nicht für die Cooldown-Reduction. Ich habe es immer nur benutzt für die erhöhte Heilung. Deswegen, ja, so be it. Vielleicht gibt es da andere Situationen, wo das dann weniger gut ist. Aber dadurch, dass man es eh nicht auf 1 Minute gekriegt hat, hat es auch nicht mit Minuten-Builds funktioniert. Also hast du es eh nur alle 2 Minuten benutzt, weil ohne deine CDs heilt es nicht so viel. Disziplin Holy, so. Und dann kommen wir zu den Shadow Nerves. Vampiric Touch, 20%. Ist sehr weit oben in der Liste, gerade mit dem neuen Bild, was ich jetzt auch die letzten Tage gespielt habe. Shadowbird Pain. Nicht ganz so krass der Nerf, die 15% da. Shadowy Apparitions ist big. Shadowy Apparitions ist definitiv der krasseste Nerf von allen da an der Stelle. Und man muss einfach sagen, sie haben quasi jetzt einfach alles vom Shadow genervt. Ich glaube, was AOE-Schaden auch nur im Entferntesten machen kann. Klar, die Dots gehen auf mehrere Ziele, die Shadow Apparitions gehen auf mehrere Ziele, es ist alles genervt. Also die haben wirklich nur verschlingende Seuche, auch wenn sie mit psychischer Verbindung halt verteilt wird, aber die wurde ja auch genervt. Die haben wirklich alles genervt, was in irgendeiner Weise AOE ist. Und jetzt mag natürlich der ein oder andere sagen, 20%, 15%, 15%, der Feuermage, der kriegt nur 10%, wir sind komplett F. Unser Spec ist einfach Müll jetzt. Kann man nicht mehr spielen. Da kann ich euch beruhigen. Es ist natürlich nur 20% von, keine Ahnung was, aktuell, ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Lock offen habe. Also schattenhafte Erscheinung war bei mir im letzten Dungeon 13,7%, Vampirberührung war 12,6%, Schattenwatch-Schmerz war 8,2%. Das bedeutet, von Vampiric Touch sind es 20%, also von 12% quasi 20%, also ein Fünftel davon sind es ungefähr 3%. Vielleicht sogar eher 2,5 tatsächlich. Dann haben wir den Schattenwort-Schmerz. Das sind bei mir 8,2% gewesen, davon 15%. Bewegen wir uns also auch eher so in der 10%-Range. Ach nee, Moment, nicht 10%-Range. 1%-Range. Das heißt, wir landen bei 3,5%. Und dann kommt dazu noch Shadowy Apparitions, was bei 9,5% lag bei mir jetzt in dem letzten Dungeon. Ach nee, Moment, das war der letzte Kampf. 13,7% und 15% von 13,7%. Vielleicht 1,5-2%. Also es ist natürlich schwierig, weil man das jetzt nur anhand der letzten Daten aus dem letzten Dungeon sehe. Und ich glaube, das war auch nur ein 16er, den ich da gelaufen bin. Aber nur, um euch mal so ein grobes Gefühl dafür zu geben. Ich werde auch gleich noch sagen, was sie in dem Discord rausgehauen haben, beziehungsweise was Public gesimt hat und ausgerechnet hat. Aber das kommt dann ungefähr mit meinen Zahlen auch hin. Das heißt, ich lande bei ungefähr 4,5% weniger Schaden. Im Dungeon. Ja? Das heißt, nichts von 20% Nerf, nichts von 15% Nerf, sondern es sind 4,5%. Um das in Perspektive zu setzen, letzte Woche haben wir in Dungeons 2-3% verloren. Ja, das heißt, die Woche davor haben wir 2-3% mehr Schaden gemacht und jetzt die Woche werden wir wahrscheinlich eher 4% weniger Schaden machen. Das heißt, so wie der Nerf letzte Woche gewesen ist, nochmal plus ein bisschen mehr. Ja, die Differenz. Also ich hatte, glaube ich, als Beispiel gesagt, wenn du das 150k ist, ist man jetzt noch bei 146,5 und dann sind wir jetzt bei 142 rum. Also wenn man die beiden Nerfs zusammen addiert, sind es natürlich 8k, aber am Ende des Tages 142, 150 ist jetzt nicht megamäßig die Welt und man darf auch nicht vergessen, die PI wurde ja nicht genervt, die ist immer noch da. Die PI wird einem auch nicht angezeigt und nicht angerechnet. Und es hängt natürlich auch davon ab, welches Bild man spielt. Ne? Zusätzlich darf man nicht vergessen, der aktuelle Vierer-Set, der erhöht den Schaden der Shadowy Apparitions, was natürlich dazu führt, dass dieser Nerf jetzt gerade uns mehr schadet, aber wenn dann im nächsten Patch, keine Ahnung, der Schaden von verschiedenen Seuche oder sowas erhöht wird, was sogar gebufft war, dann wird das natürlich das so ein bisschen wieder offsetten und wir werden stärker sein. Ne? Also werden die Devs wahrscheinlich dran denken, aber hey, falls nicht, dann
könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass je nachdem, was wir für ein Tierset haben, dann da eben eventuell sogar genau das gleiche wieder passiert. Also wir sind wahrscheinlich wieder sehr stark am Ende des Tages. So, gucken wir uns mal ganz kurz an, was im Discord geschrieben hatten. TL, ja, 2-3% Loss in Single Target. Also Single Target verlieren wir logischerweise auch dadurch ein bisschen, weil unsere Dots die ganze Zeit Single Target Schaden machen und Shadow Repositions auch. Aber das, was natürlich krass reinhaut, war, wenn man die Dots multipliziert hat. Ne? Und das führt dann eben zu diesen hier aktuell overall 3-4% Loss in Mythic Plus. Also letzte Woche war es 2-3%, jetzt ist es 3-4% im Schnitt in Dungeons. Und im Single Target sind es halt jetzt 2-3%. Aber wir haben ja letzte Woche einen Buff gekriegt von 7-8% Buff im Single Target. Das heißt, anstatt dass es jetzt ein 7-8% Buff ist, ist es eben nur ein 5% Buff quasi. Ja, also wenn man beide Nerfs zusammenrechnet, sind wir halt bei 5-7% weniger Mythisch Plus Schaden aus beiden Wochen zusammen und im Single Target 5% Buff. Kann man jetzt drüber streiten. Ich persönlich denke, Shadow hat super gut performt. Also hier an der Stelle nichts, wo ich sage, dass, also ich denke nicht, wir sind tot. Ich denke nicht, wir sind F-Tier. Ich denke nicht, der Shadow wird nicht mehr gebraucht. Ich hoffe natürlich immer noch, dass die PI mit eingerechnet werden kann irgendwann. Es gibt ja gewisse Sim-Seiten, die einem anzeigen, so viel Prozent vom Schaden ist der PI geschuldet, beziehungsweise auf der Klasse macht es ungefähr 5%, auf der Klasse macht es ungefähr 7%, auf der Klasse macht es ungefähr 8%. Wenn wir mal davon ausgehen, ja, ich glaube, die höchsten Sims, was ich gesehen habe, das war noch, bevor jetzt einige dieser Buffs live gegangen sind, waren das höchste irgendwas mit 8-9%, ich glaube, auf dem Devastation Evoker. Ne, also, wenn du jetzt ein 5-Minuten Zeitfenster siehst im Single-Target. Ja. Und man muss halt bedenken, im AOE, ne, gerade jetzt Feuermage, macht das viel mehr aus. Da waren halt 8%, glaube ich. Das heißt, wenn ihr jetzt 8% von einem Devastation Evoker rechnet, von dem Schaden, ne, so sagen wir diese 150k, und dann habt ihr 8% davon, dann ist das ja ziemlich genau das, was wir jetzt verloren haben. Also wir machen theoretisch immer noch ein bisschen mehr sogar als das, weil wir haben weniger verloren als das. Das heißt, keine Ahnung, ob sie die PI jemals nerfen werden. Das wäre, also hätten sie jetzt den PI-Effekt komplett weggenommen von einem anderen Spieler, dann wäre das krasserer Nerf gewesen, als jetzt beide Nerfs zusammen kombiniert. In Mythisch Plus. Um das mal in Perspektive zu setzen. Kommt das eventuell noch? Ich kann es nicht genau beurteilen. Falls ja, mal abwarten, aber aktuell persönlich denke ich, wir waren an der Spitze und wir werden weiterhin an der Spitze sein, nur halt ein bisschen niedriger. Also braucht ihr euch meiner Meinung nach keine Sorgen machen und Shadow ist trotzdem weiterhin noch total, total gut und brauchbar. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Wenn ihr dazu Meinungen habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, beziehungsweise würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen oder ein Like auf dem Video. Lasst ein bisschen Liebe da auf dem Kanal. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Ich werde das jetzt auch austesten dann ab Mittwoch. Und dann, falls das krasser ist als erwartet oder wenn sich noch mehr ändert, werde ich euch natürlich auch so schnell wie möglich dann die Infos zukommen lassen. Und wie gesagt, das nehme ich hier gerade im Stream auf. Für alle, die im Stream dabei sind, ich reagiere gleich auf euch, was ihr im Chat geschrieben habt. Und für alle, die das im YouTube-Video sehen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.